Unheil angerichtet. Eine Harry Potter Fanfiction von Nessa. Gelesen vom Mondniffler. Kapitel 11. Von Schuldgefühlen. James Potter liebte Weihnachten. Er liebte das Fest, das Essen, die Geschenke, die Familie, die harmonische Stimmung. Die Tatsache, dass sie keine Schule hatten. Für ihn war es das perfekte Fest und jedes Mal der Höhepunkt des Schuljahres. Doch dieses Mal war alles anders. Es war Heiligabend und er hätte aufgeregt sein sollen. Aber er spürte eine merkwürdige Leere in sich, die er sich nicht erklären konnte. Sein Blick schweifte regelmäßig zum Fenster in die Dunkelheit, als würde er auf Besuch warten. »Wollte Sirius nicht kommen?« Seine Mutter Euphemia stellte selbstgemachten Kuchen auf den Tisch und machte sich daran, Tee zuzubereiten. »Nein«, seufzte James. Das hatte er die letzten Tage so oft wiederholt. Langsam wünschte er wirklich, seine Mutter würde damit aufhören. Sein Vater Flemont wirkte ebenso misstrauisch wie seine Mutter, doch er löcherte ihn nicht mit Fragen. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sirius sich mit seiner Familie so plötzlich verstehen würde«, sagte James' Mutter. »Sonderlich begeistert klang er nicht, als er letztes Ostern über sie gesprochen hat.« James ging zu ihr hinüber, um ihr mit dem Tee zu helfen. Er holte drei Tassen aus dem Schrank. »Er hat seine Meinung eben geändert. Außerdem ist er nur 2 Wochen in London.« 2 Wochen waren viel. »Ich dachte, seine ganze Familie kommt zu Besuch. Deshalb haben wir ihn doch eingeladen.« James versuchte, ihre Bemerkung zu ignorieren, schenkte stattdessen den Tee in die Tassen und verteilte diese. Sein Vater lächelte dankbar. Sie setzten sich zu dritt ins Wohnzimmer vor den Kamin, während seine Mutter den Kuchen anschnitt und sein Vater Feuer zauberte. Es war schon spät, doch sie hatten diese Familientradition an Heiligabend. »Hat er dir denn ausdrücklich gesagt, dass er nicht kommen will?« Seine Mutter nippte an ihren Tee. James ließ seine Tasse, die er eben zum Mund geführt hatte, wieder sinken. »Hat er also nicht?« erkannte seine Mutter. James starrte betreten auf die braune Flüssigkeit. »Wir haben die Milch vergessen«, stellte er fest und ging zurück in die Küche. »James!« rief seine Mutter ihm hinterher. Sie und Flamor warfen sich einige fragende Blicke zu, als müssten sie klären, wer diese Konversation weiterführen will. James kam ins Wohnzimmer zurück und schenkte ausgiebig Milch in den Tee. »Kann ich ein Stück Kuchen haben?« fragte er unschuldig. Er konnte jetzt nicht über Sirius sprechen. »Erst wenn du mir sagst, was los ist.« »Was soll denn los sein?« Er verdrehte die Augen und tat, als wisse er von nichts. »Mom, wirklich? Habt ihr euch gestritten?« Er erstarrte und sie seufzte augenblicklich. »Wusste ich es doch.« Sie überreichte ihm ein Stück Kuchen. »Du hast ihn doch nicht ausgeladen, oder?« »Warum sollte ich?« »Weil wir ausdrücklich geschrieben haben, dass er kommen darf«, warf sein Vater verärgert ein. »Und du ihn nicht einfach wegen eines simplen Streits ausladen solltest.« »Es war kein simpler Streit.« Seine Mutter hob die Augenbrauen. »Ach nein?« Sie trank einen Schluck ihres Tees und goss dann ebenfalls Milch nach, als wäre ihr der Tee zu bitter. »Was ist passiert?« James nahm ein Bissen des Kuchens und ließ ihn langsam im Mund zergehen. Er schmeckte gut. »Ich hab ihn nicht ausgeladen«, murmelte er zwischen den Zähnen. »Er hat gar nicht mehr von der Feier gesprochen. Er ist Anfang der Ferien einfach zu seiner Familie verschwunden.« »Du sagst doch selbst immer, dass er zu stolz ist, um darum zu bitten«, erinnerte ihn seine Mutter nachdrücklich. Schuld kroch in James hoch, weil er wusste, dass sie recht hatte. Doch er gab sich kühl. »Er hätte wenigstens etwas sagen können.« »Schade, sehr schade, wir hätten ihn gerne gesehen.« »Ich habe sogar Geschenke für ihn gehabt«, sagte seine Mutter. »Kannst du es ihm wenigstens geben, sobald er wieder in Hogwarts seid?« James brummte leise. »Klar, kann ich machen.«
Sicher? Ja, Mom. Er stopfte sich den letzten Bissen Kuchen in den Mund und kaute ausgiebig. Er hatte nun wirklich keine Lust, über Sirius zu sprechen. Die Schuldgefühle seines besten Freundes so lange ignoriert zu haben, nagten immer noch an ihm. Und nicht nur an ihm, sondern auch an seinen Freunden, Remus und Peter. Obwohl keiner es sich von den anderen eingestehen wollte. Sie wussten alle, dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Sie mussten mit Sirius reden. Früher oder später. Sie mussten eine Entscheidung treffen, wie die Zukunft aussehen sollte. Seine Mutter und sein Vater musterten ihn lange, als wollten sie noch mehr aus ihm herausbekommen. Doch er schwieg. Was hätte er ihnen auch sagen sollen? Dass Sirius das Leben eines Schülers riskiert hatte? So weit wollte er nicht gehen. Dass Remus ein Werwolf war, der Snape hätte töten können? Das durften sie niemals wissen. Dass er selbst ein mieser Freund war, der nicht einmal versucht hatte, ein Gespräch mit Sirius zu führen? Es war besser, gar nicht zu sagen. Draußen hat es angefangen zu schneien. Godric's Hollow war um diese Jahreszeit immer besonders schön. James sehnte sich bereits danach, am nächsten Morgen eine Weile rauszugehen. Normalerweise unternahmen sie nach der Bescherung gegen Mittag einen Spaziergang und besuchten einige Nachbarn. Hin und wieder sogar ihre Muggelnachbarin, die von ihrem magischen Geheimnis natürlich nichts wusste und sich wahrscheinlich das ganze Jahr über fragten, was die Familie Potter wohl so machte. Wo die Eltern arbeiteten, wo James zur Schule ging. Jamie? Die Stimme seiner Mutter riss ihn aus den Gedanken. Sie lud ein weiteres Stück Kuchen auf seinen leeren Teller. Wenn Sirius dir bis Neujahr nicht geschrieben hat, sag's uns Bescheid. In Ordnung? James rollte die Augen. Warum sollte er mir schreiben? Wir hatten doch Streit. Genau deswegen, setzte seine Mutter streng nach. Du gibst Bescheid? Meinetwegen. James brummte leise und schaufelte sich erneut Kuchen in den Mund. Kalt. Ihnen war so schrecklich kalt. Sirius hatte das Gefühl, im Laufen einzuschlafen. Er schleppte sich über die verschneiten Straßen Godric's Hollows. Mehr in Trance als konzentriert. Er hatte lange Zeit nicht gewusst, wohin er gehen sollte, doch sich schließlich für ein Ziel entschieden. Eine kleine Hoffnung, wo er hin konnte, weil sie ihm einzu versprochen worden war. Sein Abschied von Regulus lag bereits einige Stunden zurück. Es war weit nach 3 Uhr morgens und noch immer hatte er nicht gewagt, an die Haustür der Familie zu klopfen, die ihm vielleicht helfen würde. Mittlerweile war er völlig durchnässt und durchgefroren von der Kälte und dem anhaltenden Schneeregen. Seine Lippen waren aufgerissen. Er hatte Schweißausbrüche und trotzdem zitterte er am ganzen Körper und der Wind machte ihm zu schaffen. Er lehnte an der Hausmauer, die Tasche in der einen, dem Wesen in der anderen Hand. Er war verloren. Er hatte sie zurückgelassen. Er war ein Niemand. Er hatte kein Zuhause mehr. Er hatte keine Familie mehr. Die Gedanken plagten ihn. Sie drehten sich ständig im Kreis, erinnerten ihn daran, was er getan hatte und wohl nicht so schnell rückgängig machen könnte. Alfreds Worte kamen ihm auf einmal wie eine Drohung vor. Warum hatte er das überhaupt getan? Es war ein Fehler. So schrecklich dumm. Er hätte warten sollen, bis er 17 war. Er stützte sich auf seinen Besen ab, als er beinahe das Gleichgewicht verlor. Dicke Schneeflocken fielen auf sein Gesicht. Er wusste, dass wenn er nicht bald eine Unterkunft fand, er hier auf der Straße in der Eiseskette zusammenbrechen würde. Eigentlich war es einfach. Er brauchte bloß anzuklopfen und um einen Schlafplatz zu bitten. Normalerweise hätte er keine Zweifel gehabt, dass sie ihn sofort hineinlassen würden. Die Potters waren die nettesten Menschen, die Sirius kannte, doch sie liebten James über alles und würden ihm bestimmt keinen einzigen Wunsch abschlagen. Und wenn James wünschte, dass Sirius nicht bei ihm auftauchte, dann würden sie ihn sicher nicht aufnehmen. Sirius kaute auf seiner Lippe herum, die schon ganz blutig war. Er hatte sich noch andere Gedanken gemacht. Anfangs hatte er überlegt, zu Andromeda zu gehen, doch er kannte ihre Adresse nicht und wusste, dass sie genug andere Probleme am Hals hatte. Das Letzte, was er wollte,
war ihr eine zusätzliche Last zu sein. Alphard hätte ihn bestimmt für einige Tage aufgenommen. Nur leider war Alphard selbst auf der Feier und daher keine Option. Die Potters waren seine letzte Hoffnung. Er schleppte sich einige Meter voran, zurück zu ihrem Haus und blickte zum Fenster. Es brannte längst kein Licht mehr, aber er wusste, dass sie zu Hause waren. James' Eltern hatten abgesehen von ihrem Sohn keine Familie mehr und waren jedes Jahr an Weihnachten zu Hause. Sirius umklammerte mit zittrigen, eingefrorenen Fingern das Gartentor. Ihm war schwindelig. Sein ganzer Körper schmerzte. Ob von der Kälte oder von seinen Eltern, das konnte er mittlerweile gar nicht mehr sagen. Er fuhr sich über sein Gesicht, während er das Tor öffnete und zur Haustür tammelte. Er konnte ja nicht mehr warten und er musste es wenigstens versuchen. Vor der Haustür atmete er noch einmal tief durch, als seine Hände nach der großen Türglocke griffen, an dieser zogen und mehrmals klingelten. Sofort wünschte er sich, er hätte es nicht getan, doch kurz darauf ging Licht an. Er hörte die nervöse Stimme eines Mannes und dann Schritte. Die Tür ging vorsichtig auf und eine Gestalt mit gezücktem Zauberstab stand vor ihm. Das war das Letzte, was er noch bewusst wahrnahm, ehe er spürte, wie eines seiner Knie nachgab. James hatte soeben einen äußerst seltsamen Traum über singende Käsekuchen in Pflege magischer Geschöpfe gehabt, als er ungewohnt und unsanft auf den Schlaf gerissen wurde. »James! James, wach auf!« Seine Mutter schwebte über ihn und trotz der Dunkelheit und ohne Brille konnte er erkennen, dass ihr Gesicht besorgt war. Er richtete sich auf und fuhr sich durch sein verstruppeltes Haar. »Was ist denn?« fragte er missmutig und überprüfte die Uhrzeit. »Sirius! Sirius ist unten!« »Was?« James war mit einmal hellwach. Er dachte erst, dass seine Mutter scherzen würde, doch sie forderte ihn ungeduldig auf, mit ihm zu kommen. Er verspürte ein ungutes Gefühl, als er ihr aus seinem Zimmer die Treppe hinunterfolgte. Sie eilte voraus, während er noch immer ziemlich benebelt einen Fuß vor den anderen setzte. Unten angekommen, blieb ihm beinahe das Herz stehen, als er tatsächlich Sirius' zusammengesogene Gestalt erblickte. »Er hat definitiv Fieber«, hörte er seine Mutter sagen. »Kein Wunder bei den Temperaturen. Er ist völlig durchnässt. Wir bringen ihn hoch ins Gästezimmer«, meinte sein Vater. »James, komm bitte her!« Er winkte ihn zu sich heran und James ging langsam auf ihn zu. Seine Beine fühlten sich bleischwer an. Währenddessen verschwand seine Mutter in die Küche. James schlang einen Arm unter Sirius' Schulter und gemeinsam mit seinem Vater schleppten sie ihm die Treppe hoch ins Gästezimmer. Sirius schien kaum zu merken, dass er hochgehoben wurde. Er murmelte einige wirre Worte, dann war er wieder weg. Seine nassen Kleider klebten an James' Körper und machten es besonders schwer, ihm die Treppe hinaufzuhieven. Aber sie schafften es schließlich und legten ihn auf die Couch im Gästezimmer. James musterte die zusammengesunkene Gestalt seines Freundes nachdenklich. »Hol frische Kleidung für ihn«, wies sein Vater ihn an, »und vielleicht auch ein Handtuch. Er muss aus diesen Sachen raus.« Nur zögerlich ging James aus seinem Zimmer und suchte einen Schlafanzug und warme Socken aus seinem Schrank und Handtücher aus dem Bad. Damit kam er zurück ins Gästezimmer gelaufen, wo sein Vater gerade dabei war, ihre Schuhe auszuziehen, welche an seinen Füßen zu kleben schienen. Nach einigen Sekunden gab er auf und verwendete einen Zauberspruch. Mit einem weiteren Zauberspruch trocknete er Sirius' Kleidung, setzte aber ausdrücklich nach, dass Sirius nicht in diesen Klamotten bleiben konnte. »Ich werde eben deiner Mutter helfen«, sagte er zu James. »Hilf ihm bitte, den Schlafanzug anzuziehen. Wir sind gleich zurück. Gib Bescheid, falls er verletzt ist.« James beugte sich vorsichtig über Sirius und tätschelte dessen Wange, um ihn aufzuwecken. Sirius' Augenlider flackerten kurz. »James«, murmelte er, doch es klang wie jemand, der nicht genau wusste, was geschah. »Dad meinte, du sollst andere Klamotten anziehen«, sagte James nur. »Ich helfe dir kurz dabei. In Ordnung?« Sirius' Augen wirkten glasig.
Es tut mir leid, James. Wenn Sirius' körperlicher Zustand und die Uhrzeit, um die er hier aufgetaucht war, nicht schon genug Beweis dafür gewesen war, dass etwas nicht stimmte, überzeugte James dieser Satz endgültig. Er seufzte tief, als die Schuldgefühle immer stärker wurden. Er wischte die Gedanken fort. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ohne noch lange nachzudenken, machte er sich daran, Sirius beim Umziehen zu helfen. Als er ihm mit einiger Mühe das Schlafanzugoberteil über die Schultern streifte, entdeckte er einige blaue Flecken auf Sirius' Oberkörper und Armen. James erschrak und blickte sich um. Seine Eltern waren noch nicht zurückgekehrt. Er knöpfte hastig das Schlafanzugoberteil zu und tat dann so, als hätte er nichts gesehen. Er musste Sirius später darauf ansprechen, was passiert war. Seine Eltern betteten Sirius schließlich auf das Gästebett und zogen eine Decke über seinen Körper. Seine Mutter setzte sich auf den Bettrand und ließ sich von seinem Vater einen dampfenden Zaubertrank und ein Glas Wasser reichen. »Ich mach das schon«, sagte sie. »Ihr könnt schlafen gehen.« James verließ den Raum nur widerwillig und lehnte draußen neben den Türrahmen. Er trat von einem Fuß auf den anderen und dachte fieberhaft darüber nach, was Sirius passiert war. Es musste etwas mit seiner Familie zu tun haben. Alles andere gab keinen Sinn. James hatte einige dunkle Vorahnungen und suchte in sein Gedächtnis nach einer Erinnerung, die seinen Verdacht bestätigten. Sirius hatte seit Wochen nicht mehr von seiner Familie gesprochen. Um genau zu sein, hatte er seit Wochen kaum über irgendetwas gesprochen. Mit James ohnehin nicht. »James«, sagte sein Vater, der ebenfalls draußen wartete. »Was denkst du, ist der Grund, warum Sirius hier ist?« James blickte schuldbetroffen zu Boden. »James«, presste sein Vater. »Ich weiß es nicht, ehrlich nicht«, beteuerte James. »Wir hatten Streit.« »Nun, ich denke nicht, dass euer Streit ihn jetzt noch interessiert.« Die Gewissensbisse wurden tiefer und James seufzte. Sein Vater hielt Sirius nasse Klamotten und seine Tasche in den Händen. »Er hat seine ganze Schultasche mitgebracht.« James zuckte die Achseln und wagte einen Blick ins Gästezimmer. »Ihr müsst unbedingt reden«, sagte sein Vater dann eindringlich. »Ich werde mich mal um diese Sachen hier kümmern. Vielleicht sind einige der Bücher noch zu retten.« Er nickte James zu und verzog sich daraufhin in sein Büro. James vergrub das Gesicht in seine Hände und wartete, bis seine Mutter zurückkam. Sie legte ihm eine Hand um die Schultern. »Was ist los mit ihm?« stieß James hervor. »Er ist sehr erschöpft. Ich habe ihm einen Aufpäppeltank gegeben«, sagte seine Mutter. »Er wird doch wieder, oder?« »Da bin ich mir sicher«, die Stimme seiner Mutter war sanft. »Er braucht jetzt nur etwas Ruhe und Schlaf.« James nickte und dachte an die blauen Flecken. Er brachte es noch nicht über sich, seiner Mutter jetzt davon zu erzählen. Aber er wusste, dass er es tun musste, wenn Sirius es nicht tun würde. »Ich weiß nicht, was passiert ist«, stieß James hervor, als wollte er sich rechtfertigen. Er kam sich wie der größte Idiot vor. »Was hat er übersehen?« Seine Mutter wirkte sorgenvoll. »Er hat nach dir gefragt. Ihr solltet euch aussprechen. Dann, wenn es ihm wieder besser geht.« James warf noch einmal einen Blick ins Gästezimmer, wo Sirius ruhig auf der Seite zu schlafen schien. Er hätte ihn am liebsten aufgeweckt und auf der Stelle nachgefragt. Wenn er es wochenlang ausgehalten hatte, ohne sich mit Sirius zu unterhalten, musste es jetzt sofort sein. »Jamie«, fing seine Mutter an, »wir werden die Bescherung von heute verschieben. Einverstanden?« James nickte. Das kam ihm gerade wie eine Kleinigkeit vor. Sie strich ihm kurz durchs Haar, bevor sie sich eine gute Nacht wünschten. Hi Leute, heute mal ein etwas kürzeres Kapitel, denn meine Zeit ist leider etwas begrenzt, aber ihr dürft euch schon mal auf die nächste Woche freuen, da ist das Kapitel etwas länger, um genau zu sein 1000 Zeichen, und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche beim nächsten Kapitel wieder einschaltet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch freut, dass jetzt Sirius bei James ist, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!